Gut. Wir haben jetzt die harmonischen Schwingungen definiert und wir haben sie jetzt mal definiert als etwas ganz Allgemeines, haben aber schon ein bisschen so mit Begriffen wie Spannungen um uns geworfen. Jetzt wollen wir uns ganz konkret anschauen, wie solche harmonischen sinusoidalen Schwingungen, Ströme und Spannungen an Kapazitäten und Induktivitäten ausschauen. Weil da haben wir jetzt diesen Ableitungsoperator. Da haben wir Strom und Spannung und der Bezug zwischen den beiden wird eben durch eine Ableitung ausgedrückt. Und das erste Beispiel ist die Kapazität. Wir fangen mit der Kapazität an, weil die uns ein bisschen vertrauter ist als die Induktivität. Und wir haben jetzt hier einen Spannungsverlauf an der Induktivität mal gegeben, das ist ein sinusförmiger Verlauf. Und jetzt wollen wir wissen, wie schaut denn der Strom aus durch diesen Kondensator? Naja, und wenn wir den Strom wissen wollen, nicht, der Strom, den haben wir hier, dann müssten wir nur die Spannung nehmen und ableiten. Wir wissen, die Spannung, das ist ein Sinus, eine sinusförmige Schwingung, mit halt diesen ganzen Faktoren drinnen, die wir gehabt haben, damit die Frequenz die richtige ist, damit die Amplitude die richtige ist. Die Phase ist in dem Fall hier 0, damit wir irgendwie einen einfachen Bezugspunkt haben. Wenn wir das ableiten, wissen wir kommen auf einen Kosinus. Und dieser Kosinus, der wird halt eine gewisse Amplitude haben. Und die Amplitude setzt sich halt zusammen aus der Amplitude von der Spannungsschwingung, die ist ja immer noch drinnen. Aber natürlich auch die Kapazität, weil die ist als Faktor drinnen. Und die Frequenz, weil wir gesehen haben, bei der Ableitung hüpft dann die Frequenz auch noch als Faktor nach vorne. Und diese Kosinusschwingung habe ich jetzt hier in blau gepunktet eingetragen. Wir haben jetzt hier zwei Größen übereinander gelegt. Nicht? Also das hier ist quasi eine Stromgröße, das ist eine Spannungsgröße. Also es macht nicht wirklich Sinn, diese Amplitude und diese Amplitude in dem Bild jetzt unmittelbar in Bezug zu setzen. Aber um zu zeigen, dass da verschiedene Faktoren drinnen sind, die die Amplituden beeinflussen, habe ich die jetzt bewusst in einer anderen Amplitude gezeichnet. Aber das ist einfach nur eins zu eins das angewendet, was wir im letzten Block gemacht haben. Das Wichtige ist aber hier, dass wir einen Kosinus haben. Wir haben diesen Phasenversatz, der resultiert, wenn wir den Sinus ableiten. Und darum ist eben die Stromschwingung, wie wir es von Kosinus kennen, eine gerade Funktion, hat das Maximum hier bei 0 und eben etwas früher als beim Sinus. Und da kommt jetzt ein Satz, den man ganz oft hört in der Elektrotechnik, nämlich an einer Kapazität eilt der Strom der Spannung voraus. Und das ist ein bisschen ein komischer Satz. Das Problem an diesem Satz ist nämlich, dass oft mit diesem Satz begonnen wird. Und irgendwann später kann man sich dann ausrechnen und vielleicht irgendwie sehen, was man meint, aber weil im Endeffekt haben wir hier periodische Verläufe. Es macht nicht allzu viel Sinn zu sagen, das ist früher, das ist später, wenn wir eigentlich einen Sinus haben, der die ganze Zeit kommt. Aber wenn ich mir quasi diesen Schritt des Differenzierens anschaue, dann springt das hier in der Zeit ein bisschen nach vorne. Und ich werde quasi immer zuerst das Strommaximum sehen und dann kurz danach das Spannungsmaximum. Ich meine, man kann es sich auch verdeutlichen, wenn man sich den Kondensator in der Gleichspannungswelt vorstellt. Weil da lege ich als erstes meine Spannung an, dann fließt mal nur Strom und nach einer Zeit kommt die Spannung auch. Und den Effekt hat. Genau, also mit einmaligen Ereignissen kann man das schön machen, dass man irgendwie sagt, okay, ich fange mit null Spannung an, dann habe ich irgendwie, dann schicke ich mal einen Strompuls durch und die Antwort, also kein Impuls, sondern einen Strompuls und die Antwort darauf ist, wenn ich mal Strom mache, dann fängt an, langsam Spannung aufzutreten. Wobei da ja auch unsere Vorzeichenkonvention reinspielt, weil wenn wir eine andere Vorzeichenkonvention verwenden würden, hätten wir es genau andersrum. Nein. Wenn du raufschaust in die, in den Schaltkastenzug. Ja. Wenn wir jetzt die Vorzeichenkonvention für die Spannung ändern, eben das U von unten nach oben messen, dann. Du meinst, dann wäre quasi nur eine der beiden Kurven gekippt dann wäre eine davon gespiegelt. Und wir hätten genau das Bild. Aber wenn du zurückgehst auf das, was der Ralf vorgeschlagen hat, dass du die Einzelpulse anschaust, dann hättest du vielleicht einen positiven oder einen negativen Puls und hättest immer noch das, dass zuerst das Stromevent kommt und danach passiert was Spannungsmäßiges. Auch wenn du diese Vorzeichen umdrehst, es ist dann halt keine Korrelation mehr zwischen der Richtung, in die das Stromereignis ausschlägt, und der Richtung, in die das Spannungseignis ausschlägt.
Gut, also dieses Bild ist irgendwie sehr wichtig, und wenn man so eine Schaltung hier sieht und sich jetzt weiß, das sind sinusförmige Prozesse, die passieren, dann sollte man in der Lage sein, sich aus den Definitionen, die wir kennen, aus den Bildern, die wir gehabt haben für Kondensatoren, sich irgendwie überlegen, okay, da wird dann zuerst quasi das Stromereignis kommen und dann das Spannungsereignis darauf folgen, und so kommt man dann eben auf diese, der Strom eilt der Spannung voraus bei einem Kondensator. So, probieren wir es mit der Spule, aber wir könnten uns ja eigentlich sparen, das mit der Spule zu probieren, weil wir haben ja gesagt, wenn ich irgendetwas weiß für eine Kapazität und ich möchte wissen, wie verhält sich so die Spule, was mache ich? Okay, ich vertausche die Begriffe Spannung und Strom. Wir haben jetzt gerade gesagt, an einer Kapazität eilt der Strom der Spannung voraus. Das heißt, wie wird der Satz weitergehen, wenn ich sage, an einer Induktivität eilt der Spannung Strom? Okay, ich habe jetzt nicht gesagt, dass man die Artikel auch entsprechend korrigieren muss. Ja, an einer Induktivität eilt die Spannung dem Strom voraus. Immer diese Details. Okay. Aber wir können es trotzdem durchgehen, aber wir haben eben das Gleiche. Wir haben die gleiche Formel, nur I und U ist gedreht. Und wenn ich mir dann das Bild eben anschaue, okay, dann habe ich natürlich auch hier im Skript das gleiche Bild verwendet und nur die Beschriftungen vertauscht, weil ich weiß ja, wie diese Bauteile sich zueinander verhalten. Also da kommen wir dann auf dieses Bild. Wenn ich an einer Spule irgendwelche Vorgänge sehe und ich habe zum Beispiel ein isoliertes Spannungsevent in der Zeit, dann weiß ich, das Stromevent kommt ein bisschen später. Oder wenn ich eben diese Schwingungen anschaue, dann weiß ich, es gibt diesen 90-Grad-Phasenversatz zwischen der Spannungsschwingung und der Stromschwingung. Ich möchte nochmal betonen, das Wichtige ist hier, dass ich eigentlich zwei Dinge übereinander zeige. Das eine ist eine Spannungskurve, das andere ist eine Stromkurve. Darum habe ich die Kurven beschriftet, aber nicht die Achse. Weil ich kann nicht sagen, das ist eine Spannungsachse oder eine Stromachse. Und dementsprechend ist auch die Skalierung die relativ rein willkürlich. Ich habe sie nur hier in der Darstellung nicht gleich skaliert, um das nochmal zu unterstreichen, dass es da einen gewissen, dass die nicht unbedingt die gleiche Amplitude haben müssen. Gut. Fragen? Wenn ihr schon Erfahrung habt mit dem Rechnen mit komplexen Zahlen, dann müsstet ihr jetzt alles wissen, um mit sehr schönen Tricks einfach diese Berechnungen zu lösen. Also dieser Block war jetzt mal noch das wichtige Element, aber trotzdem, wenn wir das nächste Mal hergehen und die komplexen Zahlen ein bisschen strukturiert aufbauen und uns anschauen, wie man diese Vorgänge schön mit komplexen Zahlen modellieren kann. Wir hätten noch eine Übung, werde ich jetzt nicht machen, aber die könnte man dann entweder daheim machen oder bei der Experimentiergruppe, dass man einfach eine Transientensimulation macht von diesen Dingen und sich anschaut, ob denn diese Behauptungen stimmen. Nachher weiß man ja auch nicht, ob sie stimmen, weil vielleicht liegt die Simulation genauso, das ist mit Simulationen immer so. Also wer in der Experimentiergruppe ist, der kann es dann auch noch ausprobieren, um ganz auf Nummer sicher zu gehen. Und dann kann man auch ein bisschen schauen, dass man mit den Bauteilwerten variiert und schaut, ob diese Gleichungen da oben auch wirklich stimmen, wie sich die Amplituden dann zueinander verhalten. Gut. So, was haben wir da noch für Diskussionspunkte? Die Überlagerung, also das ist dann das punktweise Addieren, das nennt man dann oft Überlagern, zweier sinusförmige Schwingungen gleicher Frequenz, aber möglicherweise unterschiedener Amplitude und oder Phasenlage, ergibt wieder eine sinusoidale Schwingung gleicher Frequenz. Und steht zur Diskussion, aber steht, wir sollen diese Behauptung mit einem Programm zum Zeigen von Funktionsgraphen überprüfen. Machen wir das doch. Ich habe da ein Programm zum Zeichnen von Funktionsgraphen. Ja? In gleicher Ausbreitungsrichtung. Was meinst du mit Ausbreitung? Das ist eine Schwingung, keine Welle. Ach so, okay. Also das ist dann noch... Okay.
So. Also der einfachste Fall wäre das, wir machen irgendwie Sinus x plus Cosinus x und schauen, was rauskommt. Machen wir das Fenster auf und dann tippe ich da. So. Also ich würde sagen, das schaut aus wie eine sinusförmige Schwingung. Mit irgendeiner Amplitude und irgendeiner Phasenlage, es ist wieder eine sinusförmige Schwingung. Also zumindest so auf den ersten Blick scheint diese Behauptung mal zuzutreffen. Und dann könnten wir noch hergehen, was können wir variieren? Wir können da keinen Faktor davor setzen. Wenn, dann müssten wir auf beiden Seiten, weil die Bedingung war ja gleiche Frequenz. Aber wir können da noch irgendwas dazu zählen oder abziehen. Dann ändern sich die Phasenlagen von diesen Dingen. Wir können die Amplitude ändern. Ich kann das also sagen 1,5 mal. Aber es wird sich quasi nicht ändern, dass das, was wir hier bekommen, wieder ein Sinus ist. Das kann man auch relativ einfach zeigen über den Summensatz von Winkelfunktionen, dass das so ist. Also da kann man diese Summe hier reinsetzen und dann umformen in nur noch ein Sinus und im Argument passieren dann eben bestimmte Rechnungen. Und man kann sich auch im Einheitskreis die Pointer für die beiden Winkel einzeichnen und die resultieren. Ja, das kann man das nächste Mal machen, weil wir komplexe Zahlen haben, das ist viel einfacher. Aber du hast recht. Wenn wir quasi einfach hergehen und sagen, wir hätten hier quasi so einen rotierenden Zeiger, so eine Uhr quasi, und eine andere Uhr, und dann rotieren wir, dann kommen wieder eine Uhr, und wenn sich die Zeiger gleich drehen, dann komme ich wieder auf einen neuen Zeiger, der sich ebenfalls mit dieser Frequenz dreht. Das Lustige ist ja, dass sich auch allein durch die Zeiger die Amplitude ändert, wenn du zwei Arten ja. Also das ist am einfachsten natürlich zum Beispiel so zu zeigen, dass ich hergehe und sage, auch das, wo du jetzt 1,5 geschrieben hast und summa summarum ist das nicht mal 1, ist irgendwie nett, genau. Oder? Um es zu zeigen. So, dann kann ich sagen, x plus pi zum Beispiel, nicht? Und, ja. Das Wichtige ist hier was? Diese Achsenbeschriftung. Also, das ist alles 0. Es ist halt ein bisschen kleineres 0, ein bisschen größeres 0, aber es ist. Es ist alles nur ein Plus. Und da habe ich einfach nur den Sinus und dann den Sinus Pi verschoben. Und ich könnte sehr gerne zum Beispiel sagen, ich verschiebe es fast ein bisschen. Ich sage jetzt immer 0,9 mal Pi. 9 sollte ich. Und dann, wie gesagt, 0,999. Nur noch ein Sinus. Das ist ein sehr, sehr kleiner Sinus. Dann ist noch fast. Und das Schöne ist auch, dass du, wenn du die entsprechende Phasenlage kleiner machst, dass dann die Amplitude größer als 1 wird. Ja. Gut. Also, das hätten wir gemacht. So, und jetzt kommt noch ein bisschen eine Kopfnuss. Wir haben uns jetzt angeschaut, was passiert, wenn wir eine sinusförmige Spannung oder einen sinusförmigen Strom in einer Spule oder einen Kondensator einspeisen. Und zwar nur die Spule oder den Kondensator, nicht irgendwelche anderen Bauteile noch beteiligt. Und jetzt ist die Frage, wie schaut es aus bei einer Serienschaltung, wo ich zum Beispiel einen Widerstand habe und eine Spule. Einfach mal so ein Beispiel. Hast du LR-Serienschaltung? Und das ist auch ein LR. Also LR. Da ist ein L, da ist ein LC-Serienschaltung. Das Argument, das wir gleich verwenden werden, funktioniert gleichermaßen bei beiden. So, also die Frage ist der Phasenversatz jetzt auch 90 Grad zwischen Strom und Spannung, wenn ich so eine in dem Fall eine LR-Serienschaltung habe? Sich leicht überlegen, je mehr das Spule wird, desto mehr 90 Grad und je mehr es nur Widerstand ist, desto mehr kein Versatz, also muss es irgendwo dazwischen liegen. Genau, also ich brauche nur Extrembeispiele anschauen. Wenn ich eine sehr, sehr, sehr kleine Frequenz habe, dann ist diese Spule hier, da stehen viele Formeln, wurscht, dann ist diese Spule hier, praktisch ein Kurzschluss. Und wenn diese Spule praktisch ein Kurzschluss ist, haben wir eine sinusförmige Spannung und einen Widerstand.
Und eine sinusförmige Spannung an einem Widerstand wird natürlich in Phase einen Strom erzeugen. In dem Augenblick, in dem die Spannung groß ist, gibt es einen großen Strom. In dem Augenblick, in dem die Spannung klein ist, gibt es einen kleinen Strom. Es gibt keinen Phasengesetz. An diesen extremen Beispielen kann ich mir das vorstellen. Wenn natürlich die Frequenz riesig groß wird, dann ist es genau andersrum. Dann dominiert diese Spule und dann gehe ich immer mehr Richtung 90 Grad, weil dann die ganze Schaltung sich praktisch so verhält wie eine Spule und dass dann noch ein Widerstand dazwischen, das spielt eigentlich kaum eine Rolle. Und das gleiche Argument kann natürlich dann für die Größe der Bauteile auch. Gut. Wenn jemand ein Pfad ist, dann kann man sich ausrechnen, abhängig von diesem R und dem L, was denn jetzt der Phasenversatz ist bei einer gegebenen Frequenz. Da warten wir lieber bis zum nächsten Mal. Genau. Aber der Trick ist, das haben wir aus der Argumentation jetzt schon gesehen, ich kann mich diese Schaltung anschauen und sagen, Strom eilt Spannung nach, Spannung eilt Strom nach, um so und so viel Prozent. Es hängt von der Frequenz ab. Das ist nicht der Fall. Hier. Hier habe ich immer einen 90% Phasenversatz zwischen Spannung und Strom. Einen 90 Grad Phasenversatz zwischen Spannung und Strom. Danke. Das Einzige, was sich ändert, abhängig von der Frequenz, ist die Amplitude oder das Verhältnis der Amplituden zueinander. Nicht aber der Phasenversatz. Der Phasenversatz bleibt immer 90 Grad. Aber so wie ich da einen Widerstand rein habe, wird es komplizierter. Und ich kann das nicht mehr beantworten, einfach so, sondern ich muss wissen, bei welcher Frequenz. Und das ist dann eben der Trick, den wir uns das nächste Mal anschauen, bei der komplexen Wechselstromrechnung. Bis jetzt haben wir uns immer nur die Schaltung angeschaut und haben quasi gesagt, wie verhält sich das und das in der Schaltung. Und ab jetzt sagen wir, wie verhält sich das und das in der Schaltung bei der Frequenz. Und dann rechnen wir das für die Frequenz. Und gemeint mit Frequenz ist eben eine harmonische Schwingung. Und dann nehmen wir die nächste harmonische Schwingung und rechnen es komplett neu durch und sagen jetzt bei dieser anderen Schwingung. Und das Modell, was wir wählen, ist, dass wir hier nicht Ls und Cs verwenden, sondern komplexe Widerstände. Das ist dann eben dieser Trick. Aber der Widerstandswert ist eben nicht einfach nur der Bauteilwert, sondern da ist auch noch die Frequenz mit drinnen, bei der wir uns diese Schaltung anschauen. Und das kommt dann eben alles im nächsten Monat. Da freue ich mich schon sehr. Das ist eins meiner Lieblingsblöcke.